Herzlich willkommen zurück zu Cube Life Allen Survival. Ja, dieser Part wird etwas kürzer. Problem heute, warum keine Videos kamen? Nun ja, ich musste nach Köln und ja, es hat da länger gedauert als gedacht und deshalb bin ich erst viel später nach Hause gekommen. Und ja, deshalb wurde es wieder ein bisschen Stau beim Video bearbeiten. Wird sich aber bald widerlegen. Der Grund ist ganz einfach, warum fahre ich nach Köln? Ja, mein Bruder hat eine Freundin, die in der Gegend wohnt, in Siegburg. Das ist, glaube ich, direkt an Köln dran. Und ja, weil er die Strecke noch nicht so beherrscht, also das Autofahren, weil er den Führerschein erst seit ein paar Wochen hat. Ja, wollte meine Mutter halt, dass ich mitfahre und ja, es kommt jetzt am Sonntag nochmal vor, wenn ich ihn dann wieder abhole aus Siegburg und von daher, ja, ist es halt mit den Videos gerade ein bisschen doof, wird sich aber legen, wenn er mal, ja, sein eigenes Auto hat, ne, ich weiß nicht, wie schnell das jetzt geht, aber ja, irgendwann wird es so sein, ja, bis dahin kann es sein, dass wenn mal kein Part kommt, dass das dann der Grund ist, das will ich hier nur gesagt haben, also ich finde das auch immer blöd, dass ich dann die Videos nicht hochbringe, obwohl es im Aktionplan steht, aber Real Life ist normal manchmal mir im Weg. Und ja, ich denke, dass jeder das mir jetzt verzeihen kann, weil jeder, der auch selbst Video macht, der weiß sicher, dass auch bei dem das Real Life mal in den Weg kommt. So, was steht heute an? Das ist nur die kurze Entschuldigung. Smash Bros. Kommt dann morgen. Ich werde morgen halt zwei Smash Bros. Part raushauen mit drei Videos, okay? Heute, wir sind auf dieser Insel gestrandet und wissen nicht so wirklich, was wir hier sollen. Ich würde sagen, wir gehen sogar wieder zurück aufs Boot, bevor die Kannibalen kommen. Aus dem einfachen Grund, weil es hier nichts gibt. Ich habe die Insel ein bisschen durchsucht. Da ist gar nichts. Weder Ressourcen noch Schatztruhen. Außer ich habe sie nicht gefunden. Mein Boot finde ich allerdings jetzt gerade auch nicht. Wo bin ich denn gerade? Auf der falschen Seite. Auch gut. Wir sind natürlich auf der Seite gekommen, wo auch der längste weiße Strich ist. Und wenn ich so auf einmal so plötzlich stehen bleibe mit meinem Charakter, dann liegt es an meinem Gamepad. Das ist nämlich irgendwie so ein paar... Ups. Kurzer Schnitt. Ja gut, dann reisen wir halt am Tage ab, ne? Ist ja auch okay. Also was wollte ich noch sagen? Mein Wii U Gamepad ist ein bisschen defekt und deshalb bleibt meine Figur manchmal ein bisschen stehen. Das stört mich enorm bei Splatoon, weil da bleibt die Figur dann einfach stehen. Und ohne Vorwarnung, ich weiß nicht, da ist irgendwie ein merkwürdiger Defekt drin. Und ja, deshalb ist mein Gamepad ein bisschen kaputt und die Steuerung will dann auch nicht so richtig. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich weiß auch nicht, ob ich das Gamepad aufschrauben kann und mal ein bisschen putzen kann. Keine Ahnung. Es regt mich allerdings ein bisschen auf. Ich finde das ein bisschen blöd. Weil ich habe eigentlich nichts mit dem Gamepad angestellt, also ist noch nie, keine Ahnung. Ich passe halt auf die Dinge auf, ne? Ich weiß nicht, warum jetzt so ein technischer Defekt drin ist. Egal. Das sei dann auch gesagt. Nächster Punkt wäre dann die Insel vom letzten Mal, die Skorpioneninsel. Ja, Freunde, ich habe Neuigkeiten zu der Insel. Und zwar ist es ein bisschen merkwürdig, weil auf der Insel gibt es eigentlich nichts außer einen riesigen, fetten Skorpion. Und diesen kleinen Viecher. So, nach Norden würde ich sagen, ne? Ah, ne, Norden ist Indianer. Ja gut, dann drehen wir das Ganze hier nochmal. Und das Boot hat nur noch 8 Leben, das heißt auf der nächsten Insel lassen wir uns nieder und werden ja ein neues Boot craften, weil da werden wir wohl alles finden, hoffe ich.
Ja, auf der Skorpioninsel gibt es irgendwie keine Schätze. Ich weiß nicht, warum die Insel gut ist. Da gab es auch eine Diskussion letztens beim Retro Andy über ja das Ziel dieses Spiels. Und das Spiel ist eigentlich ein Endlosspiel, ne? Aber ja, es gibt nicht wirklich. Manche Dinge machen einfach keinen Sinn. Wieso sollte man die sammeln? Wieso braucht man die, wenn man doch die Alternativen hat? Ich werde jetzt nicht schneiden, ich werde einfach weiterreden. Es ist nämlich so, wir haben hier diese Insellandschaft und wenn man das Ganze jetzt so nimmt, ist es ja eigentlich nur die ganze Zeit umherrennen und überleben, ne? Es ist nicht so wie in anderen solchen Spielen, wo man sich dann halt ein Haus baut und in diesem Haus auch safe ist und dann halt Ressourcen nach und nach farmt. Ja gut, das ist auch endlos, ne? Gibt auch kein richtiges Ende, wurde zwar hinzugefügt, ja, ich rede von Minecraft, was denn sonst? Aber hier in Cube Life hat man halt das Problem, man braucht manche Dinge gar nicht. Und andere würden ganz gut passen. Allerdings bringt es nichts, weil das alles kaputt gemacht wird von irgendwelchen Kannibalen. Ich verstehe da nicht so richtig der Sinn dahinter und holy shit. Holy shit, was ist das denn? Was haben wir denn hier für eine Insel? Also so vom Design her würde ich jetzt sagen, das ist eine Schildkröteninsel. Oh, auf die. Ich bin gespannt, was das für eine Insel ist. Die scheint groß zu sein und mächtig. Also. Eine richtige Festung. Ich sehe jetzt direkt keine Bäume. Das ist ein bisschen doof. Weil, ja. Keine Ahnung. Soll ich hier mal schwimmen und das Boot hier liegen lassen? Ich denke schon. Gehen wir mal da hoch. Was ist das? Ist das normaler Dirt? Komme ich da überhaupt hoch? Nicht so wirklich. Sehe jetzt direkt auch keine Haie. Und wenn ihr diesen Krach gehört habt, ja, das ist ja dieser schreckliche Sturm, der gerade über Europa zieht. Und, ja. Das hört man halt nun mal, ne? Es ist ein starker Wind von 100 Kilometer in der Stunde. Und ja, da fällt schon so einiges um. Ich kann mir vorstellen, dass jetzt gerade dort draußen, ja, unser, wie nennt man das? Dieser Halter für die ganzen Sommerschirme halt. Wir haben so einen großen Sommerschirm. Und ich kann mir vorstellen, dass der gerade umgefallen ist. So, ich habe ein Problem mit dieser Insel. Ich weiß nicht, ob es Kannibalen gibt. So direkt sehe ich keine, aber habe ich denn irgendwas, um Türme zu bauen? Ja, nur diesen Stein hier. Nehme ich den mal. Oder dieses Holz. Ja gut, das ist dann die Notlösung. Also Bäume haben wir jedenfalls. Haie habe ich gar nicht gesehen. Oh Gott. Nein, das sind Fische. Was ist das hier für eine Insel? Gibt es hier Schätze? Oder irgendwas? Aha! Aha! Damen wir die Kollegen. Na dann, bau dich hoch. Schnell, schnell. Hallo, hallo. Hallo, meine Freunde. Ja, ist gut. Danke, danke. Danke, danke. Wir werden sterben. Wir werden sowas von sterben. Oh mein Gott. Was ist das hier da für eine Insel? Solche Haven. In dem kaputten Boot und so. Eigentlich sehe ich Bäume, keine Palmen. Das ist ein bisschen blöd. Ich weiß halt nicht, ob ich jetzt speichern soll, ne? Weil das Boot halt. Ah, Haie gibt's. Okay, Haie gibt's schon mal. Und ich hab noch. Ja, Kokosnuss jetzt nicht so viel, aber irgendwo hier wird es doch wohl Palmen geben. Ich safe jetzt hier mal. Ich denke, dass wir hier ein Boot aufbauen können. So. Please wait.
Und ja, dann warten wir halt ab, bis sie sich wieder beruhigt haben da unten. Ich sehe halt von hier oben auch nichts. Ich habe auch keine Torch dabei. Ne, nee, habe ich nicht. Allerdings, Pfeile können wir uns bauen. Fällt mir gerade auf. Das ist gut. Wenn wir Silber hätten, das haben wir auf der anderen Insel noch liegen, dann hätten wir uns einen Bogen spannen können. Allerdings fehlt uns die Fäden. Dafür brauchen wir die Spinneninsel. Ich sehe schon, das wird nichts. Haben wir auch eine normale Steinaxt? Ne, wir haben nur diese Silber Dinger. Ah, natürlich. Super, super top. Ja, wir stehen jetzt hier rum. Ich weiß nicht, sollen wir runter? Eigentlich könnten wir versuchen, runterzugehen. Mal schauen, ob wir was finden, aber... Naja. Die Kollegen da unten wollen wohl nicht. Ja gut, dann glaube ich... Bleiben wir mal hier oben stehen. Oder, warte, ich spring da runter. Ich spring da ins Wasser. Nein, da steht ein... Ah, da steht ein Bogenschütze. Oh mein Gott, wir werden sterben. Ist heute der Part des Sterbens, oder was? Das ist das Einzige, womit ich wirklich ein Problem bei Cube Life habe. Die Nächte. Die sind nämlich so verdammt langweilig, weil... Ja, du hast einfach keine Chance gegen diese Kannibalen. Du kannst nichts dagegen machen. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie ich die handeln soll. Soll ich jetzt hier runterspringen? Sitzt da unten wieder einer? Weil ich würde gerne über die Insel laufen über Nacht. Mal schauen, mit was wir es hier zu tun bekommen. Ich sehe den jetzt auch nicht da. Und auch nicht, wie man aus diesem Pool rauskommt. Das ist doof. Soll ich Fallschaden nehmen? Ich denke, ich springe jetzt da runter. Ah, warte, die sind ja im Laufen schneller, oder? Als wir fallen. Ich weiß das halt alles jetzt nicht. Ich springe jetzt mal runter, komm. So, essen wir uns wieder satt. Dann schauen wir mal, was wir hier so haben. Wir werden hier umherlaufen. Mal schauen, was man hier so findet. 10 Uhr haben wir. Für jeden Fortschritt speichere ich noch kurz. Ah, hör doch auf. Das nervt, wenn der Kontakt zum nach vorne rennen des Gamepads verschwindet. Das ist nur in die Richtung, ne? Nach hinten oder zur Seite. Da gibt es keine Kontaktfehler. Vielleicht hat jemand von euch diese Probleme auch mal gehabt. Wie habt ihr die gelöst? Würde mich da dann freuen, wenn jemand da was Neues wüsste. So, es wurde sehr ruhig. Die Insel scheint größer zu sein als gedacht. Wie sieht's denn aus? Wo sind sie denn? Ah, da kommen sie. Ja, sie sind schnell, aber auch nicht so schnell. Und diese Mauer hat, diese Insel hat eine riesige Mauer um sich herum, oder wie sehe ich das gerade? Scheint so, ne? Einen Moment dachte ich halt, hier gibt es Schildkröten, weil das so wie ein Schildkrötenpanzer aussah, aber das scheint nicht der Fall zu sein. Hier haben wir anderes Zeugs, aber vermutlich... Ich sehe da was. Ich sehe da was sehr, sehr Exotisches. Da war was... Da in der Mitte ist irgendwas. Es wird gleich wieder Tag, also noch 4 Minuten. Jetzt hat er Probleme mit dem Laufen. Unglaublich. Oh, ein Schwein. Ich dachte, die seien in der Nacht nicht auf der Insel, aber anscheinend doch. So, jetzt haben wir einmal den Kreis gemacht. Also, wir wissen jetzt, wie groß die Insel ist. Und jetzt könnten wir uns eigentlich ins Innere begeben. Um mal zu schauen, was es da so ist. Das haben wir jetzt auch auf der Karte, ne? Dann save ich hier ganz schnell mal wieder. Ja, also und nochmal das Thema. Man weiß halt auch nicht, was bringt es, wenn man diesen Skorpion oder diese Spinne jetzt besiegt, ne? Die Königin spawnt ja immer wieder, das haben wir ja gesehen. Und den Skorpion, ja, da weiß ich nicht mal mehr, wie man den besiegen soll. Also ich schätze mit Pfeilen.
Weil Schwert macht irgendwie nichts aus. Kann sein, dass der dann irgendwie eine Panzerung dagegen hat. Wenn ihr wissen wollt, von was ich rede, dann schaut euch den Part von Retro-Andian, der Part 17 der zweiten Staffel zu Cube Life Island Survival. Da werdet ihr schlauer draus. Und ich habe hier irgendwo so Lichter gesehen oder was das war. Aber jetzt finde ich die irgendwie nicht mehr. Also es sah so ähnlich wie, keine Ahnung, nicht leuchtende Glowstones aus. Und ja, so sah das aus. Oder es war nur ein Grafikbug und man hat diese Bäume hier gesehen, weil die sehen von der Ferne auch so ähnlich aus. Wo sind die Kannibalen, würde ich auch ganz gerne wissen, weil verfolgen die uns nicht mehr? Sind wir hier im Inneren sicher? Sieht die Typen nicht. Sind die nicht mehr? Kommen die nicht hier in die Insel rein, oder? Merkwürdig. Keine Ahnung, als seien wir hier sicher. Ne, ich sehe keine Kannibalen. Ah, ich höre welche. Ah, da. Ist das halt. Ne, das ist Schwein. Merkwürdig, aber ich habe noch ein Problem. Ich sehe auch keine Palmen. Also es ist halt nur diese Wand. Aber wir scheinen hier tatsächlich safe zu sein. Die Kannibalen scheinen nicht die Insel zu betreten. Da kommen die manche Berge hier nicht hoch. Keine Ahnung. Doch, die bauen sich doch normalerweise hoch. Na, wir werden mehr sehen, wenn es wieder hell ist. Da ist unser Turm. Ich höre hier irgendwo Kannibalen, aber ich sehe keine. Müssten hier irgendwo sein. Scheint so, als kämen die hier nicht in die Mitte. Finde ich merkwürdig. Ein bisschen suspekt. Haben wir Stein, aber auch wieder keine Ressource, ne? Auch wieder keine Ressourcen. Hier könnte halt eine Höhle sein. Aber auch nur Wasser. Und ich habe keine Ahnung, wo unsere Kollegen sind. Ich höre die zwar, aber sie sind nirgends. Na gut, in einer Stunde, also in einer Minute in Cube Life Zeit, wird es dann auch wieder hell. Und ja, dann sehen wir mehr von der Insel. Wir haben aber jetzt auch schon fast 20 Minuten. Das heißt, vielleicht sparen wir uns diese Insel fürs nächste Mal. Ich würde aber ganz gerne noch. Warte, wir sind jetzt ein bisschen umhergelaufen. Da ist aber auch nichts Interessantes dabei, ne? So, keine Ahnung, aber irgendwie scheinen die neuen Inseln leer zu sein und ideenlos. Schön, dass man hier auch keine Palmen findet. Großes Problem des Spiels ist auch halt, dass man keine Bäume mehr anpflanzen kann. Setzlinge. Vielleicht kommt er. Oh. So. Du bist kein Setzling. Geh weg. Macht er ja viel Schaden? Ja, 10, wie so ziemlich jedes Monster in diesem Spiel. Ja, bist du denn bald Geschichte? Ich gehe jetzt nochmal zurück, weil dieser eine ohne Bogen und ohne Axt kam mir recht wenig. Soll er doch kommen? So, der Adel ist da, dann denke ich, dass die jetzt wieder umkehren. Und wir uns hier mal umschauen können. Aber ja. Entweder muss man hier
saulange suchen oder hier gibt es wirklich nichts. Weil ich glaube auch kaum, dass es eine Mine irgendwie geben wird. Also, dass man sich hier reingräbt und dann, ja, was weiß ich, findet, ne? Ich habe mich zwar noch nie auf das Minimum runtergraben, das liegt aber auch daran, dass ich keine Torches habe, ne? Das ist auch ein Problem des Spiels. Es ist sehr schwer an Kohle ranzukommen und die Kohle, der Verbrauch der Kohle ist so schlecht geregelt, das ist unglaublich. Also man überlegt immer, gibt man für Torches aus oder um Eisen einzuschmelzen? Und meistens, ja, nehme ich halt das Ganze, um Eisen einzuschmelzen. Ja, Freunde, ihr seht, die Insel ist ziemlich leer. Ist jetzt keine so Bereicherung. Eine Weltenkarte würde ich ganz gerne hier bauen. Wir haben 9. Ja, komm. Wir bauen jetzt noch eine Weltenkarte. Bietet sich hier gerade an. Kann man auch die verwenden? Ja, kann man. Sehr schön. So, ich hau die jetzt hier rauf. Man braucht davon 9 Stück. So. Dann haben wir die vierte, die fünfte, eine sechste kriegen wir nicht hin. Dann brauchen wir noch Blätter und da haben wir ja genügend hier. Ich glaube, die Blätter bauen sich nicht ab. Wir brauchen. Ja, sag mir nicht, dass die Blätter auch nicht anwesend sind. Doch, die hier können wir verwenden. Aber ja, sonst gibt es hier nichts. Also Palmen habe ich noch gar nicht gesehen. Ich glaube, Palmen gibt es auch hier überhaupt nicht. Das ist sehr schlecht, Leute. Also wir haben jetzt wieder mit einer fast einer End. Das sind Schildkröte. Ich weiß nicht, wie stark die sind. Ich weiß nicht mal, ob die mich angreifen. Greifen die mich an? Und es ist tatsächlich die Schildkröte, die Insel. Weil ich krieg die nicht angegriffen. Weil die in ihrem Panzer ist. Die hat sich in ihren Panzer eingesetzt. So geht es auch nicht. Muss man die auch mit Pfeilen erledigen, oder wie? Ich verstehe das halt einfach nicht. Das wäre nämlich eine super Panzerung, die wir dann hätten. Aber wie bekomme ich denn die Schildkröte aus dem Wasser? Wie geht das? Warte mal, was passiert, wenn ich. Aha. Die schwimmt, okay. Und dann? Kann ich irgendwie da draufhauen? Drauf springen geht nicht. Ah, jetzt hat sie Leben. Aber. Warte, muss ich die von unten vielleicht angreifen? Nee. Geht auch nicht. Was? Okay, entweder. Ja, mein Schwert ist natürlich kaputt gegangen, weil dieser Scheiß da nicht zum Brechen ist. Verliert ihr Leben? Nö. Also, das ist Verschwendung der Werkzeuge. Ja, ich weiß nicht, wie ich an diese Schildkröte rankomme. Vielleicht wisst ihr es. Wir wollen die Weltenkarte. Die bauen wir uns noch schnell. Und dann verabschiede ich mich schon für heute. Also, war jetzt doch ein sehr erfolgreicher Part, finde ich. Wir haben eine Schildkröte endlich mal entdeckt. Nee, das reicht noch nicht für eine Weltenkarte. Ach Gott. Wir haben eine Schildkröte entdeckt. Ja, die Nacht war natürlich wieder scheiße, aber das kennt man ja von Cube Life, leider. Da wird halt immer wieder Potenzial verschenkt. Das braucht ja niemand euch wieder an die Nase zu reiben. Das ist halt so. Und auch das reicht. Ach komm. Komm, vergiss es. Warum sind die jetzt so? Hä? Bin ich denn komplett bescheuert? Ich hab doch drei Karten. Ach Gott. Ja, tut mir leid für diesen Fail. Tut mir leid.
Ja, wir haben jetzt auch schon fast wieder Ende des Parts. Ich schaue jetzt nur noch schnell, wo wir uns jetzt gerade befinden. Ich bedanke mich natürlich fürs Zuschauen und schreibt mir, ob wir hier irgendwie Palmen finden, weil unser Boot ist definitiv Schrott. Was hiermit los ist, weiß ich nicht. Keine Ahnung, wie man das kriegt. Die sind aber lieb, ne? Die greifen mich nicht an, aber kommt auch irgendwie nicht mehr aus dem Panzer raus. Ja, bis zum nächsten Mal bei Cube Life Island Survival. Man sieht sich. Tschüss.